Jetzt fängt er gerade an. Guten Morgen, ich wollte gerade mein Video starten. Hallo ihr da draußen. Oh, wie geil. Gutes Timing. Oh, ich bin schon ein bisschen aus der Koje entschlüpft, aber es ist echt kalt. Es ist kalt, ne? Ja, kurze Hose. Ja. In der Hütte 8 Grad. Das ist schon heftig, ne? Ja. Ich habe schon mal 30 Grad auch drin gefettet, ne? Aber es auszuhalten, das ja, geht. Ja, es geht, ne? Finde ich auch. Kaffee oder was? Machen wir gleich. Wir melden uns gleich zurück. Das macht alles einfacher. So, ich bin ja bei Klaus und Dani im Garten in Kiel. Hatte eine kleine Radtour hinter mir, wie ihr im letzten Video sehen konntet. Und ja, ich durfte hier schlafen, ich durfte hier übernachten. Ging bis 8 Grad runter, aber das war aushaltbar. Und ja, der Klaus ist hier noch von der Arbeit, der soll nachher arbeiten. Und wir tingeln schon durch den Garten, wir haben gefrühstückt. Er kam ja vorne, als ich anfing, das Video zu drehen. Und ja, jetzt tingelt er da hinten rum und da gehen wir jetzt mal hin. Und dann werde ich mit dem Klaus mal ein bisschen durch seinen Garten stratzen. Denn ich habe sowieso immer 1000 Fragen, wie er da so die Sachen macht. Und da habe ich gerade gesagt, als wir so mitten im Gespräch waren, den machen wir doch mal und schnappen die Kamera. Das lohnt sich, würde ich sagen. So. Wo ist der Klaus denn? Klaus? Was denn? Was denn? Hast du dich versteckt? Da sind sie. Da, das ist der Klaus. Hast du dich versteckt? Ist das ein guter Ausblick? Ich komme mal mit hin. Nö, aber man kann jetzt nicht auflegen. Ah. Wackeln. Oh, hier hinten bin ich auch noch nicht lang gegangen. So, ich wollte dich doch gerade was fragen, ne Klaus? Also der Klaus, der macht hier so viele Sachen frei Schnauze und richtig gut. Da muss ich mir mal ein frei Schnauze Rezept abgucken ein bisschen. Also ohne Stativ ist das echt schwer heute, muss ich sagen. Ist das Ding noch an? Kannst du da auch so ein Ding einklemmen? So ein jo, jo. Ja? Holen wir das. Holen wir mal. Da kannst du sogar deinen Akku mitladen. Oh, spannend. Ach stimmt, das habe ich gesehen bei dem Rollei, ne? Die lass ich mal hängen. Ich habe letztens schon kaputt gemacht, dass wir sehen das Netz. Geil, ne? Ja, solche habe ich die letzte Zeit mit meinen Haaren eingefunden. Die ist letztens aus Versehen durchgelaufen hier. Ja. Und also hier hat das wieder neu gemacht. Ja, da gehen wir mal außen rum. Das ist so schön gerade. So schön sonnig. Also bei mir ist so Sonnenzeit die beste meistens so bis 17 Uhr. 16, 17 Uhr, dann haut sie ab hinter den Bäumen. Klaus hat so eine schöne Außenküche gebaut, die kann ich euch mal in der Zwischenzeit zeigen. Darf ich ja zeigen hier, ne? Was denn? Darf ich zeigen? Die Unordnung hier. Ja, und wieder Schleichwerbung. Komm, drehen wir mal ein bisschen weg. Ja, schnappen wir uns das nochmal. Das ist doch eine gute Sache. Ey, das ist richtig gut. Das ist geil, ne? Ja, ich mag das mit dem Gleichgewicht. Wenn das hier so drunter, wenn man das anfassen kann und dann pendelt sich das selber aus. Ja. Ich habe gerade das ganze Stativ in der Hand. Ein bisschen höher. So, um dieses Beet hier geht's. Das sah immer so schön aus in deinen Videos, meine ich. Hier war immer das war doch dieses riesen Blühwiesenfeld hier, oder? Okay. Das war doch das Blühwiesenfeld hier, oder? Also hier sind alle Kartoffeln drin. War das nicht hier so Verzehr Blühwiese? Wo war das denn? Ja, die Blühwiese ist da vorne. Da. War das nicht das ganze Stück? Das nee, war doch so. Hier wächst zwar auch überall Verzehr, ne? Oder ist gewachsen, ne? Ne? Aber ich habe hier auch Ringelblumen drin hier. Und Ringelblumen, Phacelia, Kapuzinerkresse sehe ich, ein bisschen Ackerwinde. Ackerwinde wächst immer. Das sieht aus wie Franzosenkraut. Das kann sein, ne? Das ist wohl ein Wildgemüse. Ringelblumen sind immer geil. Ringelblumen sind immer geil. Hast du auch Ringelblumen? Ja, aber ich erkenne die nicht, wenn die anfangen zu wachsen. Ich halte die dann für Beikraut und habe sie rausgerupft. Deswegen, also das ist mein Problem. Wie machst du das denn? Also wenn ich das irgendwie mache, dann grabe ich um.
sehe den Kram aus und warte mit der Zeit, was kommt. Aber dann kommt ganz viel und du weißt überhaupt nicht, was es ist. Ringelblumen weiß ich, die erkenne ich mittlerweile. Und zwar, das ist da hinten, da können wir gleich mal gucken, da haben sie sich wieder selber ausgesägt und das sind die Samen hier, ne? So, zack, diese geringelten Samen, deswegen heißen die auch so. Ja. Ach, die sehen sich ja selber aus und dann lasse ich die wachsen und fertig. Ne? Mal mehr, mal weniger. Manchmal reicht sie auch raus von den Nerven. Kapuzinerkresse geht immer von alleine. Ist aber schon, hier sind Kartoffeln eigentlich drin. Das ist eigentlich ein Kartoffelfeld bis hier. Da bin ich gespannt. Also kommt da dann auch nochmal ein Video, wo du dann zeigst, was hier an Kartoffeln noch drin da ist. Weil das zieht natürlich auch Energie raus. Ne? Ja. Aber, Kartoffeln habe ich gebucht. Das ist mir geil. Ringelblumensaaten nehmen hier. Und die behältst du und schmeißt du erst nächstes Jahr rein oder jetzt schon? Ja, das meiste siehst du ja selber raus und ich habe jetzt letztens wieder eine Tüte voll abgeerntet und verteilt das irgendwo hier. Fertig. Auch so, ne? So, ja, also wie ich. Guerilla Gardening heißt das, glaube ich. Irgendwo hin. Ja, genau, die Zinnien, die dürfen sich auch gerne selber aussehen. Was ist das da vorne noch? Das Pinke da? Was ist das jetzt für eine? Die habe ich schon an so ein paar Stellen gesehen. Ja, ich habe die da auch gehabt. Da habe ich mittlerweile rausgerissen. Weiß gar nicht mehr, was das ist. Ist das ein Lösenbäuchchen? Ist das nicht? Wie hieß das Ding noch? Komme ich nicht mehr drauf. Nicht so wichtig. Bei mir ist es gar nicht wichtig, wie die Dinger heißen. Hauptsächlich blühen. Genau. Haben ja schon ein paar benannt. Ja, cooler Mix. Also sowas in der Art. Das ist nachher, du musst nichts mehr machen, oder? Ich mache hier gar nichts. Ist das hier noch Zwiebel? Nee, das noch habe ich ein bisschen vergessen. Lauch. Lauch? Eigentlich eine ganze Reihe. Lauch ist bei mir gar nicht gekommen. Das ist irgendwie bei mir untergegangen, habe ich irgendwie verbrüht. Also hier Poppel, ne? Ich hatte manchmal den Verdacht, dass mir die Wühlmäuse die Saat wegfuttern. Oder die Vögel. Eher die Vögel, ne? Ja, die Vögel. Ich hatte hier, das ist auch alles gekommen, also irgendwie habe ich das zuwachsen lassen. Also Erbsen und Bohnen futtern die schon. Ne? Aber, ja, jetzt, jetzt Blumen oder so, dann eher die Vögel, ne? Das glaube ich auch. Ich finde Kapuzinerkresse richtig schön. Habe ich ja bei mir auch überall. Ich gerne überall. Ich darf überall wachsen hier. Manchmal reiße ich die raus, weil manchmal nehmen die ja echt überhand, ne? Aber hier unten ist auch Scheiß drauf. Schön. Sind wir noch drauf überhaupt? Keine Ahnung. So, ich laufe ihm gerade mal hinterher. Ab bis am Guerilla Gardening gerade. Hier, so macht er das. Einfach rein. Nächstes Jahr vielleicht kommt ich raus, vielleicht auch nicht. Was ist das hier? Ist das wieder eine Zinie? Das ist Zinie, genau. Die habe ich immer ausgesehen. Verblüht jetzt schon alles. Bei mir sieht das richtig rosa aus auf dem Bild. Muss man noch ein bisschen warten, oder? Ja, keine Ahnung. Ja, das schon eher. So matschig. Naja. Egal. Weißt du, was du mir noch mal zeigen kannst? Ne. Ich sag mal, deine Tomatenlieblinge. Meine Tomaten? Hast du Bock? Gucken wir mal. Welche? Du kennst ja bei mir so ein bisschen. Ja. Und wenn du sagst, ne, Lars, die muss er mal probieren. Ja, wir gucken mal. Es sieht aber süß aus. Das macht doch gar nichts. Hast du meinen Garten mal gesehen? Also. Das ist meine Lieblingstomate dieses Jahr. Ja, das ist eine tolle Tomate. Schon geil, ne? Was für ein Apparat. Tja, das macht der Wiegen. Also ich sag auch 40-50. 40-50 Kilo? Ich weiß es nicht. Boah, was haben wir hier denn für ein schön großes... Was hier? Oh, fliegt sogar. Mal gucken, die Kartoffeln schon raus. Ja. Oh, schwarze Kartoffeln. Ja gut, die ist jetzt wahrscheinlich auch von der Sonne schwarz. Was ein schöner Apparat. Ja, Wochenende wieder geschlachtet. Das könnte das Titelbild werden. Naja, hast viele schöne Stellen. Mal gucken. Ja, Kartoffeln. Ja, die wachsen komplett noch mit unter und habe ich einfach hier Reste reingeschmissen. Noch. Mal gucken. Ja, ich finde das auch ganz toll. Also ich habe festgestellt, da wo ich meinen ganzen... In Anführungsstrichen, klar, Kompost ne, spricht für sich, dass es was Gutes ist. Aber ich habe wirklich Pflanzenreste ganz normal ins Beet reingeschmissen und direkt anstatt irgendwo einen Haufen anzulegen. Und das lief richtig. Wunderbar. Das lief richtig, das gut. Da, wo das jetzt, mache ich auch immer wieder mal so, mal so. Oder manchmal schmeiße ich das einfach oben drauf oder manchmal landet das auf dem Kompost. Na, was schätzt ihr da draußen? Wie viel Kilo hat das Ding? Bin ich echt gespannt. Also. Das ist schon geil, ne? Den kannst du nach Hause rollen. Ne, machst du hier auch, ne? Ja, den mache ich hier platt. Ne? Und dann wollte ich hier absägen, aushöhlen. Saat will ich auf jeden Fall nehmen. Ja. Ne? Weil als der geblüht hat,
hat hier kein anderer Kürbis geblüht. Deswegen bin ich mir auch ziemlich sicher, dass sich nichts reingekreuzt hat. Also könnte ich, glaube ich, die Saat nehmen und dann für nächstes Jahr. Cool. Mal gucken, was da drin ist. Oder verschenken oder verlosen. Oder verlosen wir verlosen. Nicht. Aber wenn dann verschenken. Zum Verschicken. Spedition muss kommen. Ja, die Saat, wo hänge ich hier fest? Ach, die Bohne macht sich breit. Die Bohne. Ja, die lasse ich nur noch ausreichen. So. Wo können wir noch hintingeln? Ach, wir wollten zu den Tomaten. Und ihr kommt mit. Hier vorne waren keine Tomaten, ne? Nö, da habe ich. Ah, draußen, oder? Nee, das ist Paprika. Alles Paprika. Also eine Tomate. Okay. Wir können mal hier hinten durch. Aber das kann ich auch mal kurz zeigen, dass ihr wisst, wovon ich rede. Doch, hier sind Tomaten. Ja, aber die ist kaputt. Die ist kaputt, die, ne? Die wollte nicht so wirklich. Die macht ihr jetzt wieder nicht rein. Oh, boah, hier ist das so schön. Ich mag das ja mit den verschiedenen Ebenen, habe ich letztes Mal schon gesagt. Wie ist das eigentlich hier so mit Fröschen und so da beim Teich? Gar nichts? Ich habe mal gehört, ich hatte ganz zu Anfang mal Frosch drin. Und habe ich mich auch gefreut. Aber ich habe mal gehört, wenn da so viele Fische drin sind, da sind immer Fische drin, dass Frösche dann gar nicht so gerne da drin sind. Okay. Also muss nicht stimmen, aber. Und hier auch nicht. Nee, hier auch nicht. Das ist ja eigentlich nur noch jetzt. Im Sommer ist das Badestelle und zum Winter hin. Für die Ratten? Nee. Nö, wir haben hier schön gebadet und geplanscht. Und dann darf das Wasser stehen und dann ist das im Frühjahr, weil wir erst ab Mai meistens hier Wasser kriegen. Hm. Und dann haben wir meistens die Zeit, wo wir nicht gießen müssen, weil wir überall die frische Saat drin haben. Und dann habe ich kein Wasser. Hier habe ich genug. Ja, perfekt. Ja, ist auch, wenn das ein bisschen steht, das Wasser, ist das sehr perfekt, genau, für die Beete. Ne? Das sind 8000 Liter und die verballere ich auch fast immer im Frühjahr. Echt? Ohne Scheiß, weil ich so viel hier auf Blumen überall. 8000. Oh. Wenn ich hier im Frühjahr nur meine Gießkanne durchgehe, 8000 Liter, ja, über einen Zähler wären auch knapp 20 Euro oder so, ja, ne? Also bei uns. Ja. So, ich vermisse an dieser Stelle, da stand letztes Jahr noch hammer viel Palmkohl, bin ich richtig? Richtig, hier war Palmkohl. Und diesmal habe ich gesagt. War nicht so dein Fall? Doch, Palmkohl war geil. Aber ich wollte dieses Jahr mal probieren hier haben. Ich habe hier auch mehr Bohnen hochranken lassen, deswegen auch die Drähte hier noch, das kommt vielleicht nächstes Jahr wieder. Ja, und diesmal wollte ich nur ein paar Blumen hier drin haben, finde ich. Ja. Ich habe genug. So, Tomaten. Erst die draußen. Au. Ach ja, draußen habe ich auch. Ja, hier, das ist doch da so dein Freilandbeet. Einmal, nee. Obwohl ein Dach ist schon drüber. San Marzano und das ist die Costa di Genovese. Die sieht auf jeden Fall geil aus hier. Die schmeckt auch gut. Die ist echt geil. Schön. Wie ist das hier mit grünen Strunk da drin und so bei den großen Tomaten? Da habe ich immer, ja, so ein bisschen Schiss vor. Ach, da muss ich. Ist nicht so ein Drama? Da musst du Massen von fressen. Oh, ich liebe diesen Geruch, ne? Ja, das ist auch beim Schneiden immer, wenn ich die hier. Ich habe diese. Die sehen schon aus wie Peperoni da. Das ist die San Marzano. Das ist eher so eine Soßentomate, ne? Hier. Und da unten hängt auch schon ein bisschen mehr reif. Aber da kommt schon die Braunkohle. Oh, jetzt bin ich ein bisschen hängen geblieben im Stativ. Ach, das kennt man bei mir. So. Da wollen wir jetzt rein. Guck mal erstmal da aufs Dach. Ach ja, stimmt, hast du erzählt. Genau, da gehe ich mal als erstes hin. Da hat sich eine Tomate oder ein paar mehr, ne? Ja. Selbstständig gemacht und einen Weg durchs Dach gefunden. Ja, also noch ein paar Blüten, wer weiß. Oh, ist das schön leicht, das Stativ. Da hängt tatsächlich welche dran. Alter, da hängt tatsächlich welche dran. Ist das geil? Hier, da hängen sie. Moment, ich komme rum. Siehst du sie? Da sind sie. Ja, wow. Was ist das für eine Sorte? Weißt du das? Ja, gute Frage. Ich weiß nicht genau, welche hier durchwächst. Das kann die oder kann die sein. Oder die. Oh, da auch? Haben wir viele. Ja. Das ist eine andere Sorte. Das kann sein. Da vorne. Wenn du hier mal guckst, hat das nur an der Ecke, ist das durchgedrückt, ja? Das Dach, da hat der Kleber sich gelöst. Das war so eine Stelle, wo ich nicht geschraubt habe. Tja. Schon sitzt die schon. Wie überall noch hier. Das ist ja jetzt quasi mal so ein Video, mal ganz neu so, ne? So eine Dachtomatenzüchtung hier. Nee, vom Video her meine ich gerade, so, ja, dass wir so rumlaufen, so ein Stück für, ja, Stück ist auch mal neu, ne? Einfach mal, ne? Und muss mal ausgeizen, sehe ich gerade. Letztes Mal hatten wir null Plan, wir konnten nicht vor Gesabbel und so irgendwie runterkommen. Ach, schon geil, ne? Ja, finde ich toll. Alter, aber es ist wirklich nur durch die Ecke durchgedrückt. Und ich glaube, die kriegen richtig Wärme ab da. Ja klar, weil die haben den ganzen Tag Sonne, ne? Also mehr Sonne als drin, ne? So, lass mal reingehen. Hier, komm hier links auch vorbei. Nee, wir gehen. Boah, ich arme, Alter, mal vor. Ach, du nicht willst. Hast du gefunden. Hier, das ist noch so ein dickes Schichtchen. Das ist mir letztes Mal schon aufgefallen, das gefällt mir gut. Oh,
unpraktisch. Ja, das habe ich schon gemerkt. Ja. Aber das hat mich inspiriert für zu Hause, zwischen meiner Küche und meinem Wohnzimmer. Ach so. Dann mal irgendwie vielleicht was selber zu basteln. Kennst du auch diese, ich weiß nicht, wie die heißen, diese mit diesen Ketten, die ja, man genau, macht? Ja, genau. Diese ist auch angelehnt daran. Ja, genau. So, gehen wir mal rein hier. Also für mich sieht das nicht so schlimm aus. Ja, machen wir das schon gut hier, ne? Weil ich das alles zu dicht habe. Hier schimmelt und gammelt das schon. Ist das, da, wie heißt die denn? Das ist die Chocolate Stripe. Aber hier, das ist die neue Sorte Schimmel. Oh, Alter. Sieht so ein bisschen schimmel. Ja, oh, die dampft sogar ab gerade da. Ja, das habe ich irgendwie. Da kam gerade eine Dampfwolke, eine Staubwolke, eine Spur. Wir haben ja schon genug geerntet, also wir sind durch eigentlich. Na, was jetzt noch abfällt, ist gut und der Rest kommt dann. Na, da sieht man ja auch noch, was da alles dran hängt. Was ist denn so eine Sorte, wo du sagst, hier Lars, die musst du ausprobieren? Die da, Ananas. Die Ananastomate? Also okay, da habe ich noch Saatgut für, die habe ich noch nicht durchgekriegt einmal. Das ist meine Lieblingstomate. Dani ist nicht so, aber meine. Hab schon viel Gutes von gehört. Und die hier, die hat das auch dieses Jahr gut. Die wächst durch die Decke. Das ist, ja, das kann man. Tatsache, das ist die. Und dann, der rote Russel wächst hier auch. Der rote Russel? Ja, der hat hier unten nämlich eine Frucht dran. Aber da oben, die wir eben gesehen haben, das war wohl rote Russel. Die ist so knorpelig, das passt schon. Hier unten nicht eine Frucht dran. Krass. Ich mag das hier. Da vorne blüht sie. Na? Das ist hier aber eine F1-Sorte hier. Moneymaker, aber schweinelecker. Schweinelecker. Die ist echt gut. Was ist das denn? Waren wir echt überrascht. Oh, hier. Paaren sich gerade zwei. Ach, warte, die Ferkel. Die geht. Die fliegen gerade zu zweit weiter. Na, hier konnte das dadurch, dass ich hier, das war hier richtig zu viel, ich kam ja nicht mehr rein. Ich konnte natürlich auch keine Luft mehr rankommen. Ne, deswegen ist das ziemlich viel so, obwohl hier geht das gut. Wie war das denn hier mit deinen Bodendeckern? Du hast ja hier, ich habe hier Petersilie zwischen. Hier, dann Schnittlauch und dann nochmal Petersilie. Aber da war schon mehr zwischen. Du hast doch Salat oder irgendwas war ja, da. Ja, das habe ich am Anfang gehabt. Anfang ja. Und das war, lief gut alles? Ja. Schön. Und vor allem hier der Blumenkohl hier drin. Da habe ich ja im. Das Basilikum im noch. Im Januar habe ich Blumenkohl hier ausgesät und das ist richtig geil. Ne? So, ich tinge mal langsam zurück. Da haben wir noch Basilikum noch unten, auch noch Petersilie. Ja, das mit den Bodendeckern und so. Ich habe ja mit Minze zusammen eine Stelle gehabt. Aber dann hat die Tomate keine Chance mehr gehabt. Bei Minze, oder? Gut. Wo können wir noch mal hingehen? Deine wunderschönen Sonnenblumen können wir noch mal in Kassen kriegen. Ach, herrlich. Ach, schön. Also überall, du hast auch echt riesige, ne? Also die sind ja größtenteils echt groß. Die hier vorne ein bisschen kleiner, aber da hinten sind ja 3-4 Meter schon fast. Da habe ich eigentlich jetzt so einen Kopf. So eine Blüte ist aber schon am runterhängen. Ne? So, die war die nicht da? Nee, die hängt da hin. Komm mal mehr, ich zeig dir. Jetzt muss ich mal hier so ein bisschen gucken, wie ich filme. Habe ich auch in einem Video schon mit drin gehabt. Oh, hier ist ja sogar so ein schöner Griff in der Mitte. Das ist ja cool. Ja, das eigentlich ist das von einem Selfie-Stick. Ein Selfie-Stick, ja, sowas bräuchte ich auch mal. Am besten mit Fernbedienung für die Kamera. Wow. Hier, ne, nehme ich Saatgut heute mit, ist klar, ne? Ja. Ja, mach mal, dann kannst du rauspulen. Cooles geil, Teil. Ne? Alter, das ist eine riesige. Ja, dann lass das doch jetzt machen. Geht das schwer? Nö, kannst du nicht rauspulen. Das ist die Sorte King Kong. Eins. Kannst du ein bisschen? Kommst du da hin mit den Fingern? Dass ich meine Hand. Ich habe nur eine gerade. Da laufen schon ein paar. Oh, die fallen schon alle raus. Ja, toll, was habe ich hier? Ja. Ey, ich brauche nur so ein paar. Mehr. Überall dann hinhauen hier die Dinger. Das reicht schon. Weißt du? Ja, ja, ich habe ja verschiedene bei mir und die Sache darf sich dann unboxen. Guck, 4 Stück haben wir mit. Wunderbar. Voll geil. Ich danke dir. King Kong heißt es. Herrlich. Überall Butternut-Kürbisse, ne? Und eigentlich ist hier schon angemacht, aber egal. Ja, das habe ich glaube ich in einem, also das letzte, was ich mir angeguckt habe, da war das mit drin. So, die ähnlich jetzt auch Wochenende alle. Und da noch was anderes drin? Sieht das wie eine Kartoffel aus? Jo. Ja, die, nee, sind, Minze ist das. Die sind überall, oder? Nee, das ist Minze. Ja, tatsächlich ist Minze. Ja, Minze. Von weiter weg sah das. Doch, da ist Kartoffel. Da ist nochmal Kartoffel. Hier ist auch mal eine. Meine ich doch. Kompost. Ja, so auf Kompost mit Kürbis, Kartoffel, das funktioniert immer gut, oder? Ja, scheinbar schon, ne? Ja, auch herrlich. Weintrauben, Alter. Scheiße.
Geil. Noch nicht ganz süß, aber hier. Darf ich auch mal naschen? Sieht gerade das erste Mal, dass ich Weintrauben dran habe. Zwar jedes Jahr welche dran, aber meistens sind sie sehr sauer. Sauer macht lustig. Oh, da muss ich direkt lächeln, das geht gar nicht. So, ich will Leuten kein Vorkauen. Ich wollte da links mal hoch mit dir. Ich will mal links hoch. Sag, du komm mal in die Hosentasche. So. Wo gehen wir am besten durch? Hier links? Hier. Ja? Oh, ich drehe mal um. Was haben wir hier? Kinderland? Ja, der Kürbis hier. Vom ersten Bodenfrost hier. Ja. Haben wir schon Bodenfrost gehabt? Ich hatte zweimal Bodenfrost hier. Echt? Hm? Letzte Woche. Hab ich gar nicht mehr gekriegt. Ich weiß nicht, wie das bei uns war. Na, wer hat das gemalt? Das habe ich gemalt. Für meine Enkelkinder. Kinderland. Und mal wieder alles aufbauen hier. Ja, die große meinst du dann neben dem Baum. Lang, genau. Dass sie überhaupt bei dem Wind gehalten hat. Ja, das ist manchmal echt krass. Da bin ich auch echt überrascht. Ach so, hier. Ich wollte an einer Blume nachgucken. Da hat über Nacht eine Biene dran gepennt. Und ich habe heute Morgen Aufnahmen davon gemacht. Morgen hängen wieder ganz, ganz viele Hummel und Bienen an den Sonnenblumen drin. Ich hatte da nur leider noch was wollte ich jetzt sagen? Ja, hier sind auch überall. Ja, ja. Noch keine ruhige Hand, ich habe so getattert. Aber ich kann euch das mal kurz einblenden, wie das dann da aussah. Nee, morgens ist hier ganz viele Hummeln auch dran pennen. Die sind, kann auch sein, dass es eine Hummel war, ja, ich weiß das jetzt gerade nicht mehr. Also. Das werden unsere Zuschauer jetzt wissen. Oh, da muss ich mal hoch. Oh, das Stativ gefällt mir. Das ist richtig, das ist voll was für mich. Das ist so eine Farbe hier, die gefällt mir richtig gut. Mann, das ist aber auch mal cool so hoch. Und du könntest sogar noch weiter rausziehen, ne? Ja. Ach, ist das herrlich. Hm? Was? Ne, ich wollte zum Teich. Und ich träume ja immer noch vom Teich. Ich habe ja jetzt zumindest mal hier Folie gefunden, die aus Kautschuk ist. Wo ich, ja. Ich mag. Oh. Ja, Kautschuk ist schon geil. Wow, schöne Libelle. Ja. Dass sie überhaupt hier wegen dem Netz überhaupt noch, das wundert mich immer wieder. Das ist wieder die, das ist die grün-blaue, die, ja, die ich in grün-braun hatte. Hallo. Willst du mit auf die Cam? Libellen habe ich echt viel hier. Aber es ist schräg. Ich habe eigentlich eine Libelle, die ich gerade verfolge und mir kommen genau die entgegen, die dazugehören. Du hast ja mitgekommen. Gestern auch dieses Gekappel, das waren auch welche. Oh, das wurde ja in Zeit jetzt gerade, ne? Oh, dich würde ich, da kommt ein dicker Fisch. Weißt du was, jetzt muss ich die Cam holen. Du fütterst mal. Libelle noch zu sehen? Jetzt ist sie weg. Doch, da vorne fliegt sie. Na, könnt ihr die sehen? Das ist das grün-blaue Exemplar. Das ist hier Fütterung der Wildtiere. Hast du den Karpfen eigentlich schon mal gesehen hier? Ja, jetzt schon ein paar Mal gerade. Der heißt U-Boot. U-Boot? So haben wir den gelernt. Sauber. Ja, das müssen wir hochkommen. So, da kommt er. Oh. Da, ich dachte, das Handy fällt ins Wasser jetzt. Echt, ohne Scheiß. Ich habe so einen Schock gekriegt. Oh, nee, Leute. Da wollen wir nochmal. Hier habe ich irgendwie. Muss ich so festdrehen. Zack. Ist gar nicht so wichtig sonst. Das war nur einfach nur, weil mir ist gerade. Herrlich. Koi ist auch dazu. Der links aber nicht. Nee, das sind normale Karpfen. Spiegelkarpfen, ne? Das hier auch. Das sind also Goldfische kann ich noch erkennen, aber sonst bin ich da auch ziemlich grün. Das sind alles seine Ableger hier, die anderen Karpfen, ne? Also. Letztes Jahr waren noch nicht so viel, oder? Nee, da haben wir die Libelle. Die waren letztes Jahr noch ziemlich klein, das hätten wir nicht alle gesehen. Da, hallo. Man sieht das gar nicht so, da war auf jeden Fall gerade ganz viel grün dran und blau. Nicht wie bei der anderen grün-braun. Oh, okay. Und die ist auch kleiner hier.
Gibt's ja nicht. Wow. Geil, ne? Ja. Mich wundert immer, ich meine, ich habe das Nest drüber wie die Fischreihe hier. Ne? Ja. Der frisst mir, der hat mir die ganzen großen, ich hatte 5 große Karpfen hier drin. Ne? Eigentlich sonst auch nichts weiter. Die hat er angestochen und dann lagen die am Ufer mit dem Stich in der Seite und waren tot. Ne? Deswegen habe ich das Netz drüber gemacht. Das ja. Doch ein bisschen nervig. Ja, das kann ich mir vorstellen. Netz finde ich zwar auch scheiße irgendwie, aber ich will mein U-Boot behalten. Ne? Da war ein ganz kleiner gerade. Ja, da sind auch Moderlieschen drin. Ne? Hier darf da, genau. Das sind Moderlieschen. Ne? Spannend. Das sind gute Mückenjäger. So. So, Libelle, willst du noch mal näher drauf? Ich versuche mal ein bisschen zu zoomen. Wenn sie mich dann lässt. Ja, ich habe sie ein bisschen raufgekriegt. Ist gar nicht so leicht. Er hat hier eine Flugakrobatik. So, irgendwas krabbelt mir das Bein hoch oder hängt da. Na, das war nur so ein Fliege. Gibt es noch irgendeine schöne Ecke, zeigenswert? Eigentlich jede Menge. Wir gehen mal ein bisschen erkunden. A la Lars. So. Oh, das muss ich doch mal zeigen hier. Oh, ich muss wieder rauszoomen. Das ist noch was man zeigen kann. Klaus und Danis Garten. Auf das Ding bin ich ja echt neidisch. Nach wie vor. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Du kriegst ja auf dem Fahrrad ja zum Glück nicht so leicht mit. Wenn ich das Vorderrad ausbaue. Ja, genau. Und das dafür rein. Boah, schon geil. Schön. Hat mein Nachbar mir mal geschenkt. Also das darf ich jetzt nicht vorlesen, ne? Lieber nicht, weil muss ja nicht jeder wissen. Ich habe auch gestern gemerkt beim Film, dass das vielleicht mit reingekommen ist. Das muss ich dann noch rausschneiden. Ja, verpixeln kann ich gar nicht. Doch, kannst du über YouTube. Auf YouTube. Ja, aber das habe ich irgendwie nicht hingekriegt. Okay. Da bin ich wieder technisch nicht affin genug. Ich habe es auch noch nie versucht, deswegen. Ich weiß nur, dass es nicht funktioniert. Also, ja, das finde ich auch gut. Verpixeln ja. Und was war das andere? Kannst du direkt nach dem Rohladen hin. Achso, generell was rauszuschneiden, ja. Ne? Was ist mit den Enden? Kommen die noch? Die kommen immer früher. Immer im Frühjahr. Und im Juni, Juli sind die alle wieder weg. Ne? Die kommen so ab Ende, ja, ab Anfang März so tauchen die hier auf. Ja. Immer komischerweise während der Paarungszeit, dann hängen die hier alle rum, auch mehrere. Aber jetzt haben wir zwei Jahre hintereinander ja denselben Erbe hier gehabt. Ja. Und ja, aber dann ab Ende Juni, Anfang Juli sind die alle wieder verschwunden. Okay. Dann geht das nächste. Ich weiß nicht, woran das liegt, dass sie dann immer diesen Ort hier aufsuchen. Keine Ahnung. Weiß ich echt nicht. Das ist jedes Jahr so, ne? Und bis Juli sind die hier. Einmal hatte ich ja hier sogar ein Pärchen hier, was Junge hatte. Dann haben die hier ihre Jungen gehabt. Ja. Die waren, sind eine Woche geblieben und sind wieder abgehauen. Ne? Die haben hier genistet im Nachbargarten, wo es noch ganz wild war. Und voll geil. Ja, das glaube ich. Ich habe das, wie du da im Gärtner bist in den Videos und dann läuft er dir hinterher. So ist immer neugierig, was du machst. Das ist eine so geil. Mal, das ist ein paar Jährchen länger her. Da hält das so, wenn ich mich da... Nee, ich lasse das mal lieber. Ja, es ist ein bisschen wackelig gebaut. Da habe ich noch nicht so richtig fein gemacht. Okay. Ja, das eine Jahr hatte ich hier ein Pärchen und da ist mir Mutti, also das Weibchen, auf den Schoß gesprungen. Ne? Was du sagen hast. Du saß bei mir auf dem Schoß. Wow. Hammer. Habe ich sogar noch irgendwo Fotos von. Wow. Habe ich noch kein YouTube gemacht, deswegen. Das war Hammer. Und die hat nämlich nachher auch Junge gekriegt. Und dann kam sie, dann saß sie auf der Terrasse. Auf einmal kam sie mit ihren Jungen da zu mir. Und als wenn sie sie vorstellen will. Das war die Hätte. Ah, schön. Ja, herrlich. Sonst scheiß mache ich gerne, ne? Also sie am Vorlaufen, den Kleinen daher. Ja, genau. Ja. Echt geil. Also das war schon ein Erlebnis. Ne? Was wächst denn hier? Ein Blatt. Nix. Keine Ahnung, wo das gekommen. So, wo können wir nochmal lang tingeln? Ich möchte noch einmal da durch, ein bisschen gucken. Wir verschwinden auch hinter die Kamera. Was hast du hier denn vorgehabt? Ich weiß es natürlich. Ich erzähle jetzt einfach mal. Das war rein Moos, ne? Das war nur Moos, zum Schluss nachher nochmal ein bisschen Rasenschnitt. Ja, Moos, und Rasenschnitt. Kartoffeln. Und Kartoffeln da drin. Kartoffeln. 25 Kilo aus 4 bis 5. 24,4. Ja, okay. Ich habe großzügig aufgerundet. Ne, aber so... Das ist schon nicht schlecht. Das war geil. Ich musste nicht buddeln, brauchte nur zur Seite schieben und hatte meine Kartoffeln. War schon geil. Die habe ich auch nicht eingegraben, habe ich nur auf den Boden geschmissen und Moos umgewehrt. Fertig aus. War mal ein Experiment, was geglückt ist. Ne? Ja. Moos habe ich leider nicht so. Ich dass die Amseln hier wieder bei sind. Hier. Die Randale-Amseln? Ja, genau. Die was immer beiseite hier. Ach, schön. Können Sie machen. So, ich möchte noch was lernen. Von mir? Ja, von dir. Ah. Ich habe es ja nicht so mit Namen, aber ich versuche es ja trotzdem immer so. Ich zeig mal auf mal ein paar Blümchen und eins fällt mir schon auf. Was ist das? Das ist, wie heißt das Ding noch? Phlox.
Phlox. Genau. Mögen die Rehe immer gerne. Nur dieses Jahr, die haben ja sonst immer die Blüten weggeknackt. Also dieses Jahr habe ich das erste Mal Blüten da dran gesehen, weil diesmal waren die Rehe scheinbar nicht da. Die waren wohl nur im Frühjahr da. Das ist auch Topinambur oder was? Das gehört zu der einen Sonnenblume hier. Okay. Aber kann auch sein, dass eine Sonnenblume... Sieht so ein bisschen Topinambur-mäßig aus. Aber kann auch sein, dass das aus dem Vogelfutter ist. Also mal zum Vergleich, das da war Topinambur, ne? Oder wir haben es. Vielleicht wisst ihr da draußen was, das wäre echt toll. Wir sind ein bisschen am Rätseln. Es gibt natürlich Apps, da kannst du fotografieren und dann sagt dir die App, was das ist. Aber so eine Kommunikation ist ja immer schöner, wenn wir uns da so irgendwie gegenseitig weiterhelfen. Ich vermute mal, dass das Topinambur ist, aber wissen tut das alle nicht. Ah, sieht schon stark danach aus. Ist auch noch gut besucht hier. Jo. Ich sehe hier überall Bienchen drauf. Richtig ausgebreitet. Das war früher mal ein ganz kleines Büschchen. Ja. Riecht nach Topinambur. Schreit nach Topinambur. So, ich möchte noch mehr wissen. Was haben wir denn noch? Apfel erkenne ich. Die Zinie haben wir vorhin schon gezeigt. Hier haben wir vor. Ach genau, hier, das war doch auch noch ein Rätsel. Vielleicht weiß das ja einer. Ja. Genau, das Ding hier. Was das sein könnte. Aber ich habe den vergessen. Weil das ist auch eine Blume, die habe ich mal irgendwo ausgesehen, die hat sich auch selbst vermehrt. Und ich weiß auch den Namen noch. Ich habe sogar noch eine Saattüte davon. Aber ich habe den vergessen. Weiß ich nicht. Ja. So, was haben wir denn noch, was ich nicht kenne? Also ich finde, für 2,5 Jahre kenne ich schon einiges. Das meiste lernt man ja im Leben und nicht in der Schule, wissen wir ja. Ach, hier wollten wir nicht durch. Jetzt wäre ich fast reingelaufen hier, das liebe Tier von vorhin. Aber ich glaube, wir sind auch schon fast durch. Ne? Da würde ich gerne nochmal hin. Genau, da tingeln wir nochmal durch. Voll schön hier. Und die Zeit vergessen wir schon wieder, also wie Sau. Ja. So, hier ist auch schon im Ausblühen und so, hast du gesagt. Boah, aber hier ist ja einiges drin. Ich versuche mal reinzugehen. Was haben wir denn hier? Was sind das hier? Paprika, Solipin. Ach, das ist eine Paprikasorte. Also nicht hier. Was ist denn Pimentos de Patron? Ja, hast du das schon mal? Die habe ich hier aber nicht. Die hatte ich. Ja? Sehen die auch so ähnlich aus? Die sehen so ähnlich aus wie die hier, wie die Peperoni hier. Ja. So wie die hier. Da haben wir noch grüne. Nur dann eben grüne. Da haben wir. Lauter Peperonis. Habt ihr schon was verarbeitet? Viel zu scharf. Viel zu scharf. Klaus mag das nicht scharf. Dani auch nicht, habe ich gestern erfahren. Viel zu schlimm. Mit der Feuer auf dem Tisch, das geht gar nicht. Das brauche ich nicht. Oh, aber hier riecht das voll nach Sellerie, ne? Aber der hat voll Metau gekriegt jetzt. Ja. Aber es ist sowieso schon eigentlich die zweite Ernte, die ich gar nicht mehr brauche. Von daher. Ja. Kühltruhe ist noch voll damit. Oh, hier hängt noch eine Gurke. So, wir kraxelhubeln die hier jetzt nochmal hoch. Das war ein Insider, den kann nicht jeder verstehen. Ich sag mit Tschüss. Das war's? Oh, ich weiß noch gar nicht, was ich sagen soll. Das sag ich immer. Oder nur kurz und knapp Tschüss. Also, meine Zeit geht hier auch schon dem Ende zu. Ich bin noch am Kämpfen mit mir, ob ich die ganze Strecke wirklich mit Rad zurückfahre. Alter, das ist hier 100 Kilometer. Da hast du ja noch für Franz um 50 Kilometer, 100 Kilometer mit dem Fahrrad hierher. Taucht hier direkt nach unserem Livestream auf. Schon echt krass. 100 Kilometer, der war gestern richtig im Eimer. Kann ich gar nicht verstehen. Nach 100 Kilometer ist ja nichts. Ich hätte einen Krücken und einen Stock gebraucht. Wenn du zu essen hast gekriegt, hätte er vielleicht. Ja. Oh, schon echt herrlich. Echt, also hier brennt das jetzt auch gerade. Nee, das ist richtig warm. Ich habe jetzt auch schon wieder viel zu viel an auf einmal. Eben noch gefroren, ne? Und jetzt haben wir warme Füße. Ja, also meine Füße sind jetzt auch mittlerweile ja. aufgewärmt. Vorhin waren die echt kalt. Ja, ihr Lieben, so schnell werde ich wahrscheinlich nicht wieder her sein, aber ich werde auf jeden Fall hier wieder herkommen und dann wird auch wieder fleißig berichtet. Das kriegt ihr auf jeden Fall mit. Der Klaus ist ein ganz feiner, ganz großes Herz. Und ich freue mich auch, wenn du dann das nächste Mal wieder bei mir bist. Wann auch immer das kommt, sehen, ist bei uns immer alles entspannt. Ja, genau. Wie das gerade passt. Ne? Ja. Ich wollte eigentlich im August schon mal zu Lars fahren, aber da war das hier so bulleheiß. Da habe ich gesagt, ich setze mich nicht aufs Fahrrad, ich fahre nicht mit Auto, ich bleibe hier. Deswegen habe ich das sein lassen. Sonst hätten wir auch schon lange vorher getroffen, aber passt eben nicht immer. Ne? Das macht dann auch keinen Sinn. So, den Kanal von den beiden habe ich euch natürlich schon verlinkt. Findet ihr auch ansonsten nochmal unter dem Video.
Und dann verabschiede ich mich aus Kiel und das nächste Mal seht ihr mich wieder aus Husum, aus meinem Garten, denke ich. Das ist schon sehr realistisch. Ich habe wieder richtig Bock auf Garten gekriegt. Ja, mach doch. Ja, mach doch. So, tschüss. Tschüss, hau rein. Sehr gut.